Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Zeigevideo. Ich habe euch ja in irgendeinem Tutorial mal gesagt, dass ich an einem großen Rechner arbeite. Und das hier ist ein Bild von oben von ihm. Ihr seht, ich befinde mich auf der Wolkenebene. Das bedeutet auf falscher... Hey, ich kann nicht F3 drücken. Naja, ich befinde mich auf Wolkenebene und schaue mit Render Distance. Wie viel nochmal? Far, das ist doppelt so viel, wie man auf maximal sehen kann. Das erreicht man nur durch Optifine. Okay, ich schalte dann nachher gleich mal wieder runter. Und zuerst mal möchte ich euch ein paar Sachen davon zeigen. Okay, ich schalte jetzt die Distanz wieder auf normal. Okay, wir haben eine binäre Eingabe. Übrigens arbeite ich noch an einem Teil, das ist noch lange nicht fertig. Hier können wir halt Binärzahl eingeben, das Ding ist 7 Bit groß. Bis 64, ihr wisst schon. Hier können wir dann entscheiden, was wir wollen. Das Ding kann alles addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Hier haben wir noch den Reset-Knopf. Der schaltet einfach die Dinger da wieder aus. Hier unten haben wir für Multiplizieren binären Output, weil ich das nicht ans Display koppeln will. Weil ich nicht den Drang verspüre, 8000 Dezimalbit, ein 8000 Einhalt, ein, jetzt ist es mir gerade entfallen, sorry, ein Decoder zu bauen, der bis 8000 decoden kann. Das wäre einfach zu groß. Kommen wir zum Aufbau des Ganzen. Hinter diesen Einstellungsknöpfchen ist ein Inverter und ein Doppelinverter halt. Keine Ahnung, wieso ich den dahin gebaut habe. Hinten ist ein RS Knowledge. Das schaltet die Fackel hier oben an und gleichzeitig hier unten auch die grüne Line. Der Reset-Knopf resettet das Ganze hier. Das ist bei allen so. Multiplizieren ist dieses Türkis hier. Subtrahieren ist rot und addieren ist braun. Kommen wir zu der Verkabelung hinter der Tafel, wo wir es eingeben können. Ziemlich ungeordnet und verwirrend. Hier musste ich sogar zu Repeater-Maßnahmen greifen. Mit den Fackeln da dran und dann hier unten, das ist, damit es sich nicht verbindet. Und dann hier einen ziemlich langen Gang unterirdisch. Bis ganz nach hier drüben. Ich erkläre euch jetzt mal einen Addierer. Seht ihr hier auch schön mit Glowstone. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Tutorial zu einem Addierer. So kann man das Ganze dann schlussendlich verwenden. Hier hinten ist dann alles mit AND Gates an das Braune und an das Rote gekoppelt. Das geht in hier hinten in den noch nicht vollständigen Decoder. Der kann erst bis 15 decoden. Weiter leider noch nicht. Das hier vorne sind die XOR Gates für die Subtraktion. Wird dann auch noch plus 1 gerechnet, wie wir es kennen. Dann gehen die ganzen Inputs hier hinten an diese Sortierungsmaschine, sage ich dem jetzt mal. Hier wird alles schön nach erstes 64, erst zweites 1, zweites 2 und so weiter sortiert. Und geht dann nach hier hinten, wird hier nochmals neu sortiert. Das graue ist die Output-Line dann. Geht hier durch die vielen AND-Gates in den Multiplizierer, in den Türkisen also. Das schöne große Ding hier ist der Multiplizierer. Der hat auch 7 Bit. Keine Ahnung, wie viele Dings Addierer das da hat. Ich glaube, so um die 40 herum hat er schon. Das Graue sind die Output-Lines, die sind ziemlich scheiße gewesen zum Bauen. Hat einfach nur genervt. Ich habe das Ganze nämlich komplett ohne Wordedit gebaut. Sollte man noch anmerken. Geht dann hier unten zur binären Ausgabe. Und jetzt kommt das, worauf ich ziemlich stolz bin, nämlich der Dividierer. Aber der ist noch ewig lang nicht fertig. Das geht hier von der Sortierungsmaschine über die AND Gates mit dem hellgrünen. Geht das hier drüber und wird nochmals neu sortiert. Der B-Input wird negiert. Und das geht dann in einen Subtrahierer, der nur subtrahieren kann. Deshalb habe ich hier auch einfach Inverter genommen und hier eine Fackel rangeklatscht. Und ich mache mal kurz Tab.
So. Das hier ist jetzt ein Dezimal 4-Bit Output. Der muss bis 127 das machen können. Weil 127 durch 1, dann braucht man auch 127 Subtrahierer. Der Output ist Dezimal. Hier ist die 0, 1, 2, 3. Das ist so, dass es zuerst hier im ersten Subtrahierer einfach die erste Zahl minus die zweite rechnet und dann, wenn die Zahl größer ist als die zweite, dann ist es halt 0. Dann ist es nämlich unter 0. Das hier ist immer der unter 0-Bit. Der blockiert dann hier den Übergang zum nächsten mit diesen vielen Repeatern hier drunter. Und das geht dann halt, wenn das nicht angegangen ist, hier geht das ganz gewöhnlich nachher das Resultat in den nächsten. Der negierte Input, der wird nicht verändert. Und sobald das dann unter 0 ist, kommt der Output und das ist dann halt der richtige Output. Sollte man verstanden haben. Ja, ich entschuldige mich wegen dem Cut. Hier sind wir jetzt wieder beim Dividierer. Ich wurde unterbrochen und ja, ich erkläre euch nochmal genau, was dieser Dividierer macht. Er subtrahiert eigentlich so lange eine Zahl, bis sie unter 0 ist. Das ist dann nämlich auch das richtige Ergebnis. Nehmen wir als Beispiel 12 geteilt durch 4. Wir rechnen einmal 12 minus 4. Dann haben wir 8. Einmal. 8 minus 4 gibt 4. Zweimal. Und 4 minus 4 gibt 0. Dreimal. 12 geteilt durch 4 gleich 3. Und wenn wir das jetzt an unserem Rechner hier machen, was ich kurz zeigen kann, erhalten wir auch 3. Sollten wir halt zumindest. Sorry, weil ich ein bisschen erkältet bin, dann das hört man vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich weiß nicht. Und es regnet. Toggle down. So. Leider kann ich nicht mal einfach Weather Sun eingeben. Das geht nicht mehr, weil es kein SP Commands mehr ist, sondern nur noch ein Cheat, was der zu Minecraft gehört. Okay, was haben wir gesagt? 12 durch 4. Das gibt 3. Ich schalte die Division an und das Ding gerechnet. Da hinten. Übrigens schaut mal da rechts oben auf die Minimap. Das sieht auch irgendwie krass aus. So, der hinterste Bit ist angegangen. Das ist die 3. Richtig. Wie gesagt, sorry, dass ich erkältet bin. Ich kann nichts dafür. Gut, damit hätten wir eigentlich das Video beendet. Vielleicht nehme ich euch mal dazu, wenn ich gerade am Bauen bin. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird ein Tutorial zum Multiplizierer drüben. Und, da drüben meine ich. Und zum Dividierer da drüben kommen. Und zum Decoder auch. Keine Angst, das kommt schon noch. Dann verabschiede ich mich erstmal. Und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, Leute, und ciao.